Hallo meine Lieben, heute geht es um die Fehlerkorrektur. Und wir schauen uns heute an, welchen Fehler hat er denn gemacht? Hat er überhaupt Lust, diesen zu korrigieren? Und wenn ja, dann wie? Ja, ungefähr gehen wir so vor. Auf jeden Fall, unser Fokus liegt heute auf irgendeiner vermasselten Sache und wir schauen uns einfach mal an, gibt es dafür eine Lösung, die, sei es die Person, auf die du heute gerne schauen möchtest, sich überlegt hat oder ist da schon was im Gange? Wird es überhaupt eingesehen, dass da ein Fehler begangen wurde? Also ungefähr weißt du jetzt Bescheid. Wir wissen nie, wie die Legung sich entwickelt. Aus diesem Grund ungefähr. Ja, wir lassen uns Raum. Gut. Danke, meine Lieben, für eure Unterstützung in Form von Likes natürlich, ja, Kommentaren, Abos, wunderbaren Worten, eure Loyalität, das auf jeden Fall. Das ist sehr erfreulich. Erstmal möchte ich den Fehler hier herausoperieren. Wird als Page gezeigt, Page der Stäbe. Dennoch empfange ich hier noch eine Energie, wo es darum geht, dass du, ich nenne das mal leichtgläubig warst, aber im positiven Sinne. Ja, im positiven Sinne. Im positiven Sinne, im liebevollen Sinne. Ja, dein Herz war geöffnet. Ja, du hast viel zugelassen. Ja, du musstest nicht verkrampft aufpassen. Bloß sagst du dies und das nicht oder tust dies und jenes nicht, damit dich die Person sei es nicht verletzt oder dir etwas zufügt. Du warst offen, ja, wie ein offenes Buch. Naja, die meisten waren hier eben verliebt, haben geliebt. Ja, es geht hier eben um die zwei der Kelche, waren fest verbunden auf emotionaler Ebene, abstrakter ausgedrückt. Und du hattest vielleicht nicht mal damit gerechnet, dass es hier etwas rauskommt. Ich habe immer noch seinen Fehler nicht rausgekitzelt. Ja, das muss ich nur weiter mal betreiben. Erwachen. Aber erstmal interessante Energien, die positiver Natur sind. Ich bin gespannt auf die Legung. Der Herrscher gefällt mir schon mal. Gefällt mir schon mal. Freut mich schon mal. Na gut, den Pagen haben wir aber auch gesehen, ne? Es sind alles Nuancen der Energie. Alles hat Bestand. Alles darf sein. Alles ist für etwas auch Gutes da. Die Königin der Münzen. Beide reife Persönlichkeiten. Ja. Oder wenn du sagst, naja, ich schon eher nicht so, ja, dann bedeutet hier dieses Erwachen eben, dass nach einer gewissen Situation hier es dazu kam, dass ihr beide gereift seid. Denn jetzt habe ich mit reifen Persönlichkeiten zu tun. Ich denke, wir schauen noch mal jetzt in die Vergangenheit, okay? Wir gehen mal zurück. Ja, da sehen wir schon den Gehängten, wo die Welt Kopf steht. Finde diese Karte besonders genial in diesem Deck. Hier wird einfach so eine Landschaft umgedreht gezeigt. Ja, und das ist der Clou bei dieser Karte, bei dieser Darstellung. Die Welt steht hoch. Hoch, hoch. Na gut, dann ist das so. Es gibt keine Versprecher, wie ich schon sage. Okay, kam in der richtigen Position. Wir gehen weiter. Wir gehen einfach weiter.
Einfach mit Geduld, ja, ruhig. Einatmen, ausatmen. Okay. Die Kraft. Hochkant, wollte ich noch ergänzen. Höher, weiter. Wachstum. Sich entwickeln, dafür war das gut. Ich finde das mega, dass die Karten heute so eine positive Geschichte hier raushauen, wo die nicht mit Negativität anfangen wollen. Das ist ja fast wie so eine positive Psychologie. Das ist gut so. Vielleicht haben wir auch gute Schwingungen mitgebracht oder ihr seid so gut gestimmt, dass das heute auf so einer höheren Frequenz geschehen darf. Natürlich habe ich meine dunklen Decks mitgebracht. Was habt ihr denn gedacht? Ist alles trotzdem da. Aber gut, wir fangen ganz soft an. Na, wie ich schon sagte, die Situation war sehr, sehr wichtig für euch und es war für euch wie so ein neues Leben sogar. Leben. Mit der neuen Kraft, wie Wiedergeburt. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Es gibt während des Lebens oft Phasen, wo wir, sei es Erwachen, ja, Awakening ist hier ein Thema, das Gericht, wo wir uns so weit transformieren, dass es sich so anfühlt, als wären wir wie neu geboren. Das ist, sei es bei spirituellen Menschen ganz normal, ja, die durchlaufen immer wieder. Sei es, man sagt, bis zu 9 Mal durchlaufen die solche Phasen während des Lebens. Aber also das mit der Zahl, weiß ich nicht, wer hat es da gezählt. Ne? Bei amorphen Sachen, bei abstrakten Geschichten, besonders bei sakralen Geschichten, ja, da hantiere ich nicht so gerne mit Zahlen. Aber gut, jedem das Seine. Und da sind wir schon unterwegs in Richtung Fehler. Und da zeigt sich schon der Teufelchen. Der Teufel liegt im Detail, ne? Und Detail war hier was? An was festgeklammert? Aha, okay. Hat sich gedrückt. Er hat sich gedrückt vor dieser Entwicklung. Vielleicht drückt er sich immer noch. Ja, auch wenn ich jetzt sage, okay, er ist jetzt der Herrscher. Na gut, wir können untersuchen. Wir können ihn noch fragen. Oder ich splitte da auf. Ne? Vielleicht nicht für alle. Aber wie die Legung verläuft, da ist das schon analytisch einiges dabei, wo ich genau sein Herrscherporträt mir nochmal genauer anschauen möchte. Hat sich auf jeden Fall hier gedrückt vor der Entwicklung. Kam die trotzdem? Ja, sie kam. Sie kam für beide. Sie kam für beide. Ich denke, ja, also 90% sind hier Herrscher. Okay? Jetzt die Zahlen, die einiges manchmal ersparen. Gut. Er hat sich hier gedrückt vor der Entwicklung, wollte nicht selbst mit dir wachsen, wollte nicht auf einen neuen Level mit dir gehen, auf ein neues Niveau, auf dein Niveau vielleicht sogar aufsteigen oder allgemein gemeinsam, ja, gemeinsam gehen. Wir sind in einer Verbindung und wir gehen gemeinsam. Wir fliegen gemeinsam. Doch, doch, doch. Das ist eine ganz starke Energie von zwei, ja, von zwei, ein Duett ist das hier. Das ist kein Solo, okay? Könnte hier auch sogar etwas sein. Er hatte dir zum Geburtstag nicht gratuliert. Das war wirklich sein Fehler. Ey, das ist wirklich ein Fehler, ja, das würde ich niemandem hier raten.
Oder irgendein Geburtstagswunsch wurde hier nicht erfüllt. Ne, das ist nicht für alle die Info, aber ganz speziell. Na gut, die Entwicklung kam. Für ihn war das aber auch unter Umständen wie ein Zwang. Er musste da schon mitgehen. Er musste, er konnte nicht sich weiterentwickeln. Das geht nicht. Ich konsultiere jetzt meine dunklen Decks. Schau mir das Ganze genauer an. Von der anderen Seite. Ja. Ist nicht alles Gold, was glänzt. Es ist alles in deiner Hand. Verbinde dich mit dem Flow und verbrenne die Vergangenheit. Mächtig. Heute mächtig. Ich glaube, mir wird sogar die dunkle Geschichte blockiert. Ja, das ist wie. Du bekommst ein Carte Blanche. Vielleicht hattest du irgendeinen Fehler im Kopf, wo du gedacht hast, ach, jetzt endlich mal, Anna, ja, jetzt kann ich mal mit deiner Hilfe mal so eine Diagnose bekommen für sein Fehlverhalten. Aber hier ist die höhere Intelligenz ganz schön mit dabei und passt gut auf. Passt gut auf, damit hier nichts Überflüssiges, Unnützliches rausgehauen wird von mir. Darf ich nicht, ja? Ist auch okay so. Sagen wir mal so, wie es ist. Du ahnst hier vieles. Und du ahnst womöglich, das heißt, wenn du dich fragst, warum hat er das gemacht? Wir haben den Pagen gesehen als erste Karte. Und hier sehen wir auch, ja, das ist ein Kind. Okay, eine kindliche Energie. Weder gut noch schlecht. Wir bewerten hier keine Energie. Er konnte nicht anders. Vielleicht muss ich hier nicht mal wirklich ins Detail gehen. Und ich muss mir nichts Konkretes anschauen, weil es ist ja eben auch eine allgemeine Legung. Es hat etwas mit dir zu tun, allgemein mit dir, mit deinen Wünschen, mit deinem Ansehen, dir sei es zu entsprechen. Auf deiner Ebene zu sein. Damit hat es zu tun. Damit es eben mit dir matcht. Damit du auch zufrieden bist mit dem, was er da raus hat. Ich sag dir mal, Folgendes: Hier wurde schon einiges geheilt. Einiges heißt wahrscheinlich alles. Ja? Und du darfst die Zukunft wirklich verbrennen. Und ich weiß, warum es mir blockiert wird, weil es ist hier schon Heilung stattgefunden. Denn ich sagte, komm, wir reisen in die Vergangenheit, du schnallst dich schön gut an, ja, alle Sicherheitsmaßnahmen sind getroffen. Und du hattest hier aber auch schon einiges geahnt. Ja, du hattest einiges geahnt, dir dabei etwas gedacht, weil du hattest eine intuitiv richtige Meinung zu dieser Situation. Vielleicht hattest du gesagt, du bist wie, wirklich wie ein Kind, ne? Du bist wie ein Page. Ja, hör mal auf. Hör mal auf. Hör mal auf. Weiß nicht, wieso das kommt. Was ist das für ein Dialekt? Geld. Thema Geld. Boomerang. Und gebrochenes Herz. Diejenigen, die hier vielleicht erwarten, ob hier etwas in Richtung Karma kommt, ja, könnte sein. Ja, könnte sein, dass wenn hier dein Herz zutiefst gebrochen wurde, dass das hier eben an
in Form von des Geldverlusten zurückkam. Ne? Denn oft ist es so, wenn wir sehr hohe Summen verlieren, dann sollen wir uns Fragen stellen, okay, warum? Ja, was habe ich jetzt bezahlt? Und gut, dass ich das jetzt mit Geld bezahle, anstatt mit etwas anderem, anstatt mit Gesundheit oder ja, mit irgendwelchen anderen Möglichkeiten in meinem Leben. Wenn es hier um eine Trennung ging oder geht, ja, war das denn ein Fehler? Es gibt eben, alles hat Sinn, ja. Wie gesagt, also hier, dort, wo nichts zu holen ist, dort ist nichts zu holen. Manchmal gibt es keine Ja- oder Nein-Antwort beim Kartenlegen. Und du solltest hier bei der Geschichte mehr auf die Themen schauen, wo du dich selbst kasteien wolltest oder dich selbst kasteit hast. Also wo gab es irgendwas, wo du dich vielleicht verstellen musstest? Wo du dich anders benehmen musstest, damit es passt, damit es matcht und abgewartet, ja, bis er da bereit ist, mit dir zu gehen. Fließe mit dem Strom. Das ist eine ganz weise Geschichte, die hier rauskommt für dich. Ja? Fließe mit dem Strom. Mach dir auch nicht so viele Gedanken. Alles hat seinen Sinn, alles wird sich fügen, alles hat sich wahrscheinlich schon bei vielen gefügt. Gut, und das ist hier eine tolle, nützliche Geschichte. Ja, du sollst auf deine Ernährung mal achten. Kreativ mal sein, schöpferische Tätigkeiten und vorwärts gehen. Wirklich, lecker essen, schönes erschaffen. Die Ernährung unterstützt dich dabei, dich leicht zu bewegen, positiv zu denken und das Leben zu genießen. Du siehst schon Weintrauben, Erdbeeren, Zitronen, ja, falls du nicht allergisch bist auf irgendwas oder falls du das Ganze magst. Und hier, wichtige Energie. Leg all deine Befürchtungen und Ängste beiseite und geh einfach deinen Weg. Manchmal ist weniger mehr. Schön. Das war jetzt wirklich kreativ, ne? Von der höheren Macht. Jetzt weiß ich nicht, was soll ich jetzt noch fragen? Vielen Dank natürlich, dass ich aus meinem Konzept rausgebracht wurde, aber ich bin ja eine agile Persönlichkeit, ne? Sodass ich mich auch anpassen kann. Aus diesem Grund frage ich mal die Karten. Was er dir denn sagen würde, wenn er das könnte, oder was sagt er dir? Schön. Genau. Damit hatten wir auch angefangen. Hier, bitteschön. Du bist zu nett und ich verdiene nicht diese deine Nettigkeit, diese deine liebevolle Art. Ja, diese Kindness, diese deine Freundlichkeit. Du bist einfach zu nett. Du bist zu braves Mädchen, du bist zu nettes Mädchen. Ja, du sollst Hörner wachsen lassen, haben wir doch jetzt gesehen. Wo war das jetzt, diese Karte hier? Da habe ich irgendeinen Anschein von Hörnern auf jeden Fall. Ja, ganz genau. Na, sieh mal. Sieh mal, ja, die Hörner wachsen lassen, bitte. Und auch nicht die eigenen Wünsche verdrängen und nicht nur bitte gutes Mädchen sein zu wollen. Ja, das ist sogar schädlich. Muss ich dir wirklich sagen, das ist mega schädlich. Integriere auch deine Schatten, denn diese gehören zu dir, sonst unterdrückst du die einfach. Und das macht dich nicht glücklich. Alles darf sein. Auch deine Hörner dürfen sein. Ansonsten auch eine starke Stier,
wieder Steinbock-Energie, eine starke Energie des Durchsetzens, sich durchsetzen, nicht gut und Amen sagen, ja, ja, ich warte ab, gut, Amen, ja, schön. Nein, sondern wenn es sein muss, dann mal rebellieren und zeigen, dass du auch höher nachhaken kannst, dass du die hast und du hast die. Harte Arbeit. Jetzt ein bisschen mit metaphorischen Karten noch. Kontrolle. Es war ja wohl eine harte Arbeit, ja, ihn zu kontrollieren. Und gutes Mädchen, wir haben auch noch die Maske gesehen, ja. Gutes Mädchen muss gut sein. Ein gutes Mädchen darf keine Hörner haben. Und das heißt für gutes Mädchen, ich bin immer wieder mal am Kontrollieren. Ich muss immer wieder alles mitbekommen, damit ich richtig gut und nett reagiere. Damit ich mich so anpasse, dass ich lieb reagiere. Ja, das war vielleicht sogar dein Fehler mehr. Wow, das ist jetzt ein Twist, okay? Das war wahrscheinlich dein Fehler, dass du zu nett warst. Ganz einfach. Denn du wolltest Frieden, ja. Aber manchmal ist so Frieden giftig, toxisch. Und mal soll es regnen, mal soll es mal Krieg sein. Ja, ich will dich nicht zu einer Revolution hier aufrufen. Hier geht es natürlich darum, meine Tragödie zu vermeiden. Und wenn du viel geklagt hast, wenn du viel vielleicht sogar gejammert hast, wenn es hier sogar noch mehr gab, in Form von Streit, von Schuldzuweisungen, desto schlimmer. Das kommt dann, wenn eben diese Schattenseiten in uns verdrängt werden. Und hier frei von Sorgen zu sein, das war eigentlich dein Ziel. Du wolltest sorgenfrei leben. Ist eine tolle Einstellung. Manchmal gibt es nun mal Sorgen. Ja? Einfach realistischer sein. Realistischer sein, das hilft immer. Sonst läuft man die Gefahr abzudriften. Gut. Bitte jetzt nicht traurig werden, denn du hast auch während dieser Legung mitbekommen, dass es für dich hier neue Türen aufgehen werden. Diese Geschichte zwischen euch, die wurde schon repariert. Da ist nichts mehr zu rütteln und zu schauen, okay, wo kann ich noch ein bisschen kratzen? Ja, vielleicht kommt da noch irgendwas raus. Muss man nicht. Lassen wir so, wie es ist. Anzeichen dafür, dass du dich besser schlägst, als du glaubst. Na? Hier gibt es Lifehack Nummer 2. Du hast ein oder zwei wirklich enge Freunde. Wir machen uns gern Gedanken über die Quantität, erkennen jedoch schließlich, dass die Anzahl der Menschen, die wir zu unserer Wahlfamilie zählen können, keinen Einfluss darauf hat, in welchem Maß wir Intimität, Akzeptanz, Gemeinschaft oder Freude empfinden. Letztlich wünschen wir uns alle nur ein paar enge Freunde, die uns kennen und uns, egal was kommt, lieben. Okay. Gut, also, dass du dich besser schlägst, als du glaubst, dass du Freunde hast. Na, ein oder zwei Freunde, aber enge Freunde. Das ist ein Gewinn. Und dir wird hier empfohlen, tu etwas Unerwartetes. Ich kann mir schon vorstellen, was das sein kann. Ja, bei dem nächsten Karneval, wie verkleidest du dich da? Maleficent, ja? Das ist deine Energie, Maleficent. Genau die. Für private Legung stehe ich dir zur Verfügung. Heute so eine Legung. Und ja, freue mich auf dein Feedback, freue mich auf dein Like. Wenn du bei meinem Kurs Energien der Herrscherin teilnehmen möchtest, dann informiere dich unter diesem Video über all die Konditionen und ich würde mich freuen, dich begleiten zu dürfen, dich persönlich kennenzulernen. Alles Liebe, wir sehen uns, meine Lieben. Hörner wachsen lassen, Hörner zeigen. Ciao, ciao.